Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Exploration mit dem Sepp, dem Delta und dem Wesley. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Wir fanden es lustig, eine blinkende Folgennummer zu machen. Oh, cool. Ja. Die roten gehen nie aus. Nee, die roten gehen nie aus. Okay, ich denke, ihr könnt mal die Rakete hochschießen. Ja. Oder ich mach's schnell. Oder machst du? Will einer mitfliegen? Nö. Warte mal, nicht zu Riven, sondern Novus Orbit. Die ist ja nicht mal voll. Warte. Ja, dann mach noch, keine Ahnung. Ich brauche sonst nichts. Welche Pakete brauchst du noch? Dann mach, im Zweifel machst du grüne Motoren rein. Welche Pakete brauchst du noch? Wovon hast du am wenigsten? Rot, grün, blau. Das ist ja sonst uneffizient. Welche Motoren? Ja. Die grünen? Ja. Was noch? Hier, genau. Mach die Boden für den Weltraum da. Die Boden für die Weltraum. Ja, diese Bodenteile, Alter. Mann. Machst du Gerüstplattform. Ja, sonst brauche ich halt echt einfach nichts. Boah, immer noch nur 360 von 500 Plätzen. Egal, schieß hoch das Teil. Voll die Verschwendung, ey. Ah, komm. Riven hast du gesagt, ne? Nein! Novus Orbit, Mann! Das ist so geil. Ich drück jetzt auf den Knopf. Ich wohne hier! Bring mir das Zeug, Alter! Okay, Rakete fliegt. Oh, Graf Zahl, mein Lieber! Vielen lieben Dank! 8 Monate! Wir brauchen mehr Beton, ja! Das Problem ist. Ich hätte nur Beton reinmachen können. Nee, ich brauche halt kein Beton hier oben. Ich habe schon 15.000 Beton nur für die Mauern ausgegeben. Warte mal. Ich mache Beton jetzt leer hier. So, ich dachte gerade, das Ding wäre hier. Alter, fressen die viel Stahl. Ja. Ich habe auch gerade eben Stahl angebaut. Hast du die Rakete geschickt? Ja. Ist ja noch nichts angekommen hier. Oh, ist die auf einem anderen Planeten? Nö, in Novus Orbit. Du siehst da oben kein, auf der Karte blinken. Du hast kein Landing-Pad angegeben. Im Norden von dir ist die irgendwo runtergekommen. Alter. Hä? Die ist irgendwo Bruch gelandet. Oh. Die liegt jetzt. Ich hab gefragt, soll ich auf Starten drücken? Ich hab da keine Ahnung von. Ja, du musst ein Landing-Pad auswählen. Hä, wo ist die denn? Ja, jetzt such mal. Will ich mich veräppeln oder was? Jetzt können wir alle suchen. Ja, danke schön für dein Tier 3 Abo. Dankeschön. Toll, ist die Rakete verschütt oder was? Sind da? Ach, da ist es. Ja. Ja, ja, super. Bitteschön. Oh Mann, ey. Dankeschön, Büro, ja. Jetzt kannst du erstmal ein paar Mal hin und her fliegen. Na, oh, die haben meine Rakete hier im Weltraum krachen lassen. Ach nein, nicht Aerobis, hört auf damit. Ah. Ja. Okay, lassen wir das mal lieber. Jetzt muss ich erstmal die Taschen leer machen hier. Glaubst du die Hälfte vom Stahl für die Mauern? Oh. Ja, das ist voll teuer. Guck mal, wie der das Band wegzieht. Ja, ich weiß. Oh. Guck mal, jetzt zieht er ein ganzes Band zieht er weg. Ja, da muss ich vorsichtig sein. Wo ist mein Treibstoff? Hör auf mit den Mauern. Das ist super teuer, die Dinge, ey. Vor allem auch, was sie an Beton kosten, ne? Sack wieder 5000 Beton weg. Hey, wo ist mein Treibstoff? Aber Sebo, die sind stark. Ja. Aber die halten was aus. Dafür läuft halt nichts anderes mehr, ne? Ja, aber das ist, wenn das Band voll ist, dass die nur laufen. Wenn das hier priorisiert. Ist doch egal. Die Kiste ist schon halb voll.
Lass dich so. Und nimm ihm einfach nur das raus, was du brauchst. Katzbock, dankeschön. Ach, und der ganze Beton ist leer. Oder Ziegelsteine. Für dein Geschenkabo. 10 Stück hat er schon verschenkt. Wie lange ist das denn hier schon nicht angeschlossen? Hm? Schon ein Weilchen, ne? Und ich war dort noch nie angeschlossen. Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Schimpfwörtern. Globally, alles im Anus. Was ein Schimpfwort. Hat er nicht gesagt. Hat er. Hat Anus gesagt. Direkt Bann. Das ist etwas ineffizient, was ihr da tut, oder? Nein, gar nicht. Das ist voll effizient, wenn ich hier durch den Weltraum fliege, um mir das Zeug zu holen. Das ist richtig praktisch. Ja, das ist, wenn so Amateure am Tower sitzen. Dann landet das Ding nicht da, wo es soll. Oh. Du erstickst, geh in einen Raumkapsel, leg einen Raumanzug an. Ja. Ich sticke, ich weiß. Hä, warum habe ich denn schon wieder kein Benzin? Der. Wo ist mein Sprit? I need Sprit. Ja, ne? Müssen wir aber langsam alles haben hier. Bremsgeschwindigkeit gleich gar nicht vorhanden. Was mache ich denn jetzt hier mit dem ganzen Schrott? Ich schieße sie einfach wieder runter, würde ich sagen. Jo, das Hell kannst du verarbeiten im Schrott. Ja, genau. Ja. Ein bisschen Eisen. Ja. Ja, wow. Mach das jetzt. Warte, nein. Sonst voll die Verschwendung. So. Müssten wir eigentlich wieder alles am Start haben. Das Einzige, was ich machen muss, ist. Ich muss mal Schrott hier drauf machen. So, können die nämlich alles abholen hier, die Säcke. Aber Profis sind sehr schwer zu finden. Das ist ganz schwierig heutzutage. Wie ein totaler Messi mit den vielen Sachen. Hey! Und ich düse im Sauseschritt und nimm die Liebe mit auf meinem Himmelstrip. Auf dich. Ach, Katzbock. Das ist schon lustig, die Tante, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn die Forschung vorbei ist, dann habt ihr unten eigentlich noch die Forschung am Laufen? Ja. Achso, nee, die Forschung nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, die normalen Forschungen muss ich jetzt auch hier oben durchführen, ja? Können eben die Forschung wieder hier unten aufbauen. Wäre nee, cool. Mach das jetzt oben. Was? Du hast da oben doch sowieso Produktivität. Nee, warte mal, ist da Produktivität drin? Ja, yeah, klar. Dann mach du das da oben. Da passen eh mehr rein, das. Ja, dann kannst du schon mal die nächste Rakete wieder befüllen mit Fläschchen. Wenn da welche sind. Sebo, sind da welche? Wie? Wenn er hier die ganzen roten Schaltkreise und blauen und grünen klaut, dann ja, dauert ich? Halt erstmal, bis das wieder vollgelaufen ist. Ja, das kann ja gar nicht sein. Das sind ja wieder Gerüchte, das ist ja unglaublich. Oh, Wassermarsch. Hallo, Herbie.
Ich habe mir übrigens einen neuen Stuhl bestellt, habe ich schon erzählt. Hallo, Herbie. Beichtstuhl. Bitte? Beichtstuhl? Ja, genau. Einen neuen Beichtstuhl. Gibt es denn für eines? Was Besonderes? Ja, ich habe diesmal tatsächlich ein bisschen investiert. Der alte ist nicht kaputt, der Umi hier. Er ist ein Gymnastikball. Ja, doch, er ist ein bisschen durchgesessen, würde ich mal sagen. Gymnastikball. Genau, es liegt ganz genau. Du nimmst deinen Sohn rein und schießt dich da runter. Das wird sein, ein Gymnastikball. ja, und zwar habe ich mir ein Noble Chair Hero geholt. Bestimmt, ja. Ja, okay. Nachricht. Das ist eine Nachricht. Was? Ja, Post. Habt ihr das gehört? Ja. Das kam aus meinem Computer oder so. Selber hast du die Leute. Das bringt nichts. Ach nee, das war mein Tablet, was. Ach, das war das Tablet, was da vorne liegt. Nee, das bringt nichts. Der braucht von allen drei Sachen, also von drei von den vier Sachen, braucht er nämlich 10 Stück. Oh, dann halte ich mich. Am besten, wir bauen einfach noch eine. Gleichbauteilproduktion. Oder wir splitten das hier vorne nochmal auf. Olinator, hi! Ja, das Ding geht eh. Gamersack. Na, der eine, der ist halt durchgesetzt. Ich war halt immer so, ich habe immer so, ja, was heißt günstige Stühle gekauft. Ja, halt so 150 Euro Stühle oder so, ne? Aber die sind halt auch nicht so geil. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir sowas Teures mal holen soll. Und dann dachte ich, komm. Gib ihm. Ja, meiner fühlt sich auch schon durchgesessen. Also irgendwie ist die Sitzfläche schon so hart. Noble Chess Epic? Nein, nicht Epic, sondern Hero Edition. Oder mein Arsch ist schon hart. Mehr rote Chips. Mehr rote Chips. 150 Euro gleich günstig? Ja, relativ günstig. Ich meine, du kannst natürlich auch einen Stuhl für 5000 Euro kaufen, aber. Da ist ja noch was drin. Nee. Oder bist du zu schwer? Yeah. Nein. Nicht für den Stuhl. Sonst ja, aber nicht für den Stuhl. Flüssiggas. Ist schon alle? Als ob das so schnell leer geht. Und jetzt schießen die nichts Neues, weil... Oh, einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis. Ey, warum ist denn schon wieder euer Flüssiggas da unten leer? Was ist denn da los? Alle los. Ist schon wieder alle. Bei 3 Kilo hochgeschossen, also geht die Ölverarbeitung in den Keller. Stimmt. Oh. Sebbe, wolltest du nicht mal was mit Kohle machen? Hat er doch. Steht doch schon da hinten. Mach Kunststoff. Yo. Aber ja, da sind immer noch keine Module drin, weil wir ja nie welche haben. Hä? Wir haben noch voll viele Module. Ach doch. Jede Menge. Ich kaufe mir eher Stühle, die auf Dauer gebaut sind und nicht, weil es Gamer-Stühle sind. Naja, der Noble Chair Hero, das ist jetzt nicht so der klassische Gamer-Stuhl. Guck dir den mal an. 419,90 €, so viel in etwa habe ich mal für Subs auf einmal ausgegeben, als die noch 499 Euro gekostet haben. Bruno, du bist eine kranke Sau, ey. Einfach eine kranke Sau. 500 Schleifen für Subs, ey. Halleluja. Und für den, der sich gerne einen Stuhl kauft, der für immer hält, ich kann da so einen Baumstamm empfehlen. So einfach so ein Baumstamm. Was das sind Zonenentdeckungen? Löst zufällig Zonenentdeckungen aus, wenn er forscht. Cool. Aber mir ist aufgefallen, der beste Stuhl bringt auch nichts, wenn du nicht vernünftig drauf sitzt. So wie ich jetzt wieder. Ich sitze auch wieder nicht vernünftig eigentlich. Cool. Ich habe meine Lehne fast ganz vorne. Ja, ich. Soweit wie es geht. Ich habe sie auch ein bisschen zu weit hinten. Weil sobald du dich immer anlehnst nach hinten,
Dann sitzt du scheiße eigentlich. Schon ist es ungesund. Die Kohle von Twitch in welchen Stuhl investiert, damit der nächste 24-Stunden-Stream nicht nach 12 Stunden wegen Popo-Hour beendet werden muss. Ja, du hast das schon erfasst. Ich dachte, du wärst müde. Herr Corona, ich habe schwarz und platinweiß. Ja, ich war auch müde. So, pass auf, wir müssen jetzt mal anfangen, was zu tun hier. Nicht nur über meinen Hintern reden. Hast du Leder oder Stoff genommen? Ich habe dieses, also kein Echtleder und kein Stoff, sondern... War das irgend so ein Hyper-Leder-Epic-Scheiß, keine Ahnung, irgend so ein PU-Leder-Zeug Hyper, da? Hyper. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das Erste, was in der Liste ist. So, pass auf, wir müssen jetzt hier anfangen. Warte mal, wir fangen mal hier hinten an. Hier könnte man das theoretisch hinmachen. Aber nur wieder kein Strom. Sepp? Ja? Anderer Vorschlag. Statt dass hast da oben Probe so gesessen? Teilen, nein, glaube ich nicht. Lass einfach wirklich irgendwo hier nochmal Leichtbauteile bauen, weil das eine Glas reicht schon nicht mehr. Und Kunststoff auch nicht. Und da Glas und Kunststoff aus der einen Richtung da kommt, wird das vielleicht eher so machen. Ja, können wir machen. Weil dann lege ich einfach sofort ein zweites Glas oder so. Was habe ich denn da für ein Lager? Speicherwarenhaus. Speicherwarenhaus. Stahl und... Stahl und Ziegelstein. Ich baue das immer unten auf, ne? Hast du die passende Fußstütze gekauft? Man wird ja nicht hören. Ne, die habe ich mir tatsächlich nicht dazu gekauft. Bandkartoffel, hi! Wassermarsch, habe ich übersehen. Ah, mein Stuhl ist schon 5 Jahre alt und eigentlich noch okay. Nur Stoff ist schon kaputt in der Ecke der Sitzfläche. Ah, meiner ist auch noch in Ordnung. Da kannst du jetzt eigentlich nichts sagen. Aber es ist halt... Ich sitze so viel hier, so viel. Normalerweise ist es eine Schande, da nicht gutes Zeug zu kaufen. Okay, Wesley... Yes. Ich hätte jetzt eine Kiste. Für die Erze. Kiste? Ja, hier so eine Lieferkanonenkiste, wo du das reinschießen kannst. Also eine neue. Ja, ja. Aber warte, ich muss die erst verbinden mit dem Logistiknetz hier. Nee, mach ein neues. Nicht dasselbe. Ja, das andere ist auch dasselbe von den Flaschen und so. Alles eins. Welchen Flaschen? Soll ich einen neuen Transmitter machen? Hallo Stecki. Nee, dann lass. Der kostet wieder zu viel Strom, ne? Ich kann auch einen neuen Transmitter machen, wenn du das sagst. Aber warum? Nee, die kosten 10 Mega. Nee, ist, mach's ein gleiche Netz. Ist okay. Ja. Ach ne, ich muss die Kiste ja gar nicht damit verbinden, sehe ich gerade. Ich muss ja das, die Lagerhäuser verbinden. Okay. Warte. Ne, ich warte nicht. Ja, okay. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ja, hättest du mal gewartet. Okay, die Kiste ist verbunden. Also, du kannst jetzt hier in die Lieferkanonenkiste, keine Ahnung, Nummer 3, muss das Zeug rein. So. Nimmst du gerade auf? Ja, tatsächlich. Nehme ich gerade auf. Ich habe mir Anfang Juni einen höhenverstellbaren Schreibtisch für 600 gekauft. Mein Rücken freut sich. Cool. Welche Kiste war? Ah, die. Ja. Genau die.
Verdammt, ey. Warum kommt man dann nicht mehr zurück? Habe ich auch gemacht. Also nach so 2 Monaten in der Corona-Krise, wo ich dann im Homeoffice war, habe ich mir auch für die Arbeit einen höhenverstellbaren Tisch gekauft. Das ist so cool, sagst du? Du, ich bewege mich jetzt ja gar nicht mehr, ne? Also vorher bin ich ja noch nach Köln gefahren mit dem Zug, ein bisschen laufen da zwischen den Zügen, zwischen Hauptbahnhof und Firma und so weiter. Jetzt saß ich ja 16 Stunden am Tag. Und bin halt nur noch zum Aldi gelaufen oder so. Ja, gut. Und ich bin ja auch Schreibtischtäter und ich weiß nicht, ich bewege mich ja nicht den ganzen Tag. Ah, und dann kannst du bei dem Schreibtisch kannst dann einfach da dich mal hinstellen, eine Stunde. Ja. Weil ich das am Anfang auch bloß so für 20 Minuten geschafft habe, so auf ruhig stehen. Und ich da mich dann wieder hinsetzen musste. Man verlernt das so schnell, wenn man sich nicht mehr bewegt. Ja, ja. Was ist los? Doch, nichts. Wir haben da wir haben nur einfach keine die Kapsel nicht in Anbieterkisten geschmissen. Ja, ne? Musste jetzt ein bisschen improvisieren. Das ist natürlich doof gelaufen. Wie viel hast du eingestellt davon? Noch gar nichts. Okay. Er ballert einfach. Ballern. Da war nicht zu viel. Wenn du so, keine Ahnung, 2000 von jedem, reicht es locker. Ja, geht halt nicht jeder hat den gleichen Job. Manche sitzen. Planemäßiges Kunstleder. Ich hätte da echt wieder genommen. Die 200 Euro mehr. Bruna, sehe ich aus, hätte ich 200 Euro übrig. Ganz dünnes Eis. Ich habe schon bei den 419 Euro, was der Stuhl kostet, habe ich schon lange überlegt. Tagelang. Direkt alle getriggert. Hast du gehört, Luma? Nee, habe ich nicht. Gefer hat geschrieben, wenn ich sowas höre, ich schaffe auf der Arbeit in 8 Stunden fast 20.000 Schritte jeden Tag. Da habe ich gesagt, ja. Habe ich gesagt, ja, manche, die sitzen halt den ganzen Tag. Und die anderen arbeiten. Okay, kein Kommentar. Also ich sag mal, 10.000 Schritte sind mein normaler Tagespensum. Auf Arbeit. Also ich habe mit Kunstleder nicht so Probleme bis jetzt. Also wenn ich normal arbeite, sind mein Schrittpensum vielleicht 200 zur Kaffeemaschine und zurück. Wir haben ein Problem. Wir haben kein Öl. Wir haben da oben keinen Signalreceiver hingebaut. Pi, hi. Oh, doch klar. Einen Transmitter haben wir hingebaut, aber keinen Receiver. Auf welchem Planeten waren wir nochmal? Riven? Guck mal in das Lager aus rein, vielleicht ist ja da einer drin. Einmal mit Profis. Negativ. Lass mich raten, jetzt muss einer da hinfliegen und das Ding bauen. Am Arsch! Ich kann erst noch warten, bis Luma seinen Krempel verbraucht hat. Ja, ein bisschen habe ich noch auf jeden Fall. Und wofür bräuchten wir den? Können wir das nicht händisch lösen, indem wir an- und ausschalten? Ja, theoretisch schon, ne? Könntest du einfach schießen lassen, so ein bisschen. Und dann stellst du wieder aus. 10 Minuten und dann stellen wir wieder aus. Können wir nicht einen Timer oder sowas da dran bauen? Eine Folge lang schießen lassen und fertig. Einmal. Naja, so, wir machen jetzt erstmal Feierabend, Folge vorbei. Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss. Ciao.